überwältigt, was hier schon los ist. Wir haben noch... Wir haben noch einige Probleme, dass der Aufzug nicht starten kann. Und es gab auch noch ein bisschen Verwirrung, was das Urteil von heute Nacht bedeutet für unsere Versammlung. Es wurde vielleicht auch innerhalb der Polizei aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr ganz klar kommuniziert. Und deshalb wird der Ralf das Urteil jetzt nochmal erläutern und auch sagen, was die Auflagen für diese Versammlung sind und auch für den Aufzug. Vielen Dank. Ist, dass wir die Abstandsregeln regelmäßig durchsagen sollen. In der Berliner SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung steht in § 1, dass man die Abstände nach Möglichkeit einhalten soll. Dabei geht es um einen Abstand von 1,50 Meter. Wir bitten also darauf zu achten, dass dort, wo es möglich ist, die Abstände eingehalten werden, dass ihr euch weiträumig verteilt. Problematischer ist es beim Aufzug. Wir haben mitbekommen, dass an den Aufzugsstellen teilweise Gitter stehen, dass die Polizei dort die Menschen nicht mehr durchlässt und dadurch Menschen auflaufen. Wir bitten darum, diese Gitter zu entfernen, dass alle Menschen, die zum Aufzug wollen, sich auch daran beteiligen können. Das Oberverwaltungsgericht hat darüber hinaus gesagt, dass das Konzept, was wir hier angeboten haben, auch aus Infektionen. Gedanken öffnen mir Schranken, die einst...
das wissen wir ja auch, oder? Ich denke schon. Ja. Herrlich.